Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Titan Quest mit Chantal, Freddy und dem Hund. Ahoi. Ahoi. Ich habe keine Ahnung, ob meine Begrüßung bei mir komplett drauf ist, weil es gerade extrem gelaggt hat und mein Portal ist Ja, hier. also kurze Startup-Update. Wir wollten eigentlich Bitte, nach zieh dir meine Dings Waren gehen, auf. Megara Tegea Tegea. da, wo wir die Quest verpasst haben, aber dann ist dem guten Fischi aufgefallen, oh, ich muss ja morgen früh raus, wir können das doch nicht machen. Und auf dem Weg habe ich kurz mein Spiel mir, dass ich einen Tod mehr, weil ich nicht mehr rechtzeitig geschafft habe, wieder ins Spiel reinzugehen. Und jetzt ist den Hab Belehre hier. mich bald wieder. Ja, ich habe auch einen Tod mehr, weil bei mir das Spiel einfach manchmal laggt. Ich drücke gerade X zum Sprechen. Dein Hund fehlt, dein Eichenherz fehlt. Tut's gar nicht, tut's gar nicht. Bis wohin sind wir gekommen eigentlich? Gucken wir auf die Karte, nicht weiter. Also ein paar Meter weiter hier. Komm, wir hauen hier nochmal allem aufs Maul. Gibt ja Punkte. Okay, ich bin gleich sowieso tot. Ich bin tot! Nicht ganz, oder? Doch! Also ich heile gerade hoch durch meinen Energie, durch meinen Heiltrank. Aber der Server ist, glaube ich, nicht so ganz stabil. Eigentlich schon. Ich habe mich gerade geheilt und gestorben. Und ich habe noch im Sterben geheilt. Ich meine, ich sterbe instant bei den Viechern. Ich konnte nichts mehr machen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe auch gerade ziemlich viel Schaden bekommen. Irgendwie sind die Viecher ein bisschen heftig. Bisschen kacke. Bisschen kacke ist das. Freddy ist natürlich Ja. wie immer noch weiter gelevelt als ich. Und wenn wir ein bisschen schweigsamer sind, sorry, wir haben gerade schon eine Runde Garry's Mod hinter uns. Ja, ich war echt nicht schweigsam deshalb, aber keine Ahnung, ich habe nichts zu erzählen momentan. Ich kann auch gerade, ich kann einfach gerade nicht mehr reden, Alter. Ja, und wann habe ich das letzte Mal aufgenommen? Vor 2 Wochen oder so? Das ist auf jeden Fall schon lange her, aber ich weiß noch ungefähr alles. Ja, Ich ich bin habe keine tot. Ahnung mehr. Fast. Ich werde diesen Part so oft sterben, Alter. Ich brauche, um dieses Spiel reinzukommen, immer so lange. Ich weiß auch nicht warum. Ist ein bisschen anstrengend. Sorry dafür, dass ihr mich von meinem Kanal immer nur sterben seht. Ich bin auch irgendwie gerade nicht so ganz bei der Sache. Ja, der eine Part heißt doch das Sterben, das Leben und Sterben der Lafischi. Ernsthaft? Ja, Ah, Part sie. 10 war es, glaube ich. Als wir in dem Höhlenkomplex waren und die ganze Zeit gestorben bist. Okay. Ja, bei mir ist der Part ja irgendwie keine Zeit für Titel. Ja, der wird wahrscheinlich auch immer so heißen, oder? Ja. Ernsthaft, Oh, jetzt ist es verbunden. ich benenne nie etwas um. Schwul. Nein, ehrlich. Was hat das mit Ehrlichkeit zu tun? Wenn ich einmal einen Part so genannt habe, dann bleibt er so. Achso, ja, weil du einfach keine Zeit Ich hast. ändere ja auch niemals mehr die Beschreibung, außer vielleicht noch einen Link einfügen von dir. Also ich hatte ruhig Zeit, ne? Ich hatte nur keinen Bock abends noch. Lass mir einen bitte über. Danke. Weißt du, wo wir jetzt Gotcha. hinkommen? Keine Ahnung. Olivenhain. Ich kann auch da unten Messer werfen, chillig. Das ist mein Heim, der dort auf dem Hügel brennt. Ja, das ist dein Hain, der dort oben auf dem Hügel brennt. Wir müssen jetzt die Er hat Nebenaufgabe sich gerade auf machen. die Brücke gebacken. Angemessene Opfergabe, komm. Weißt du noch, welcher Gegner hier auf uns wartet? Ja. Was denn? Ein Überraschen Monster. wir uns. Und hier brennt es. Warst du an dem Brunnen schon? Heilung. Nein. Doch war ich. Ja, die haben richtig schlechte FPS, sie sind gerade nur auf 35 Ich hab grad maximal. 20. Ach und übrigens, Leute, ich habe mir ein wunderschönes neues Album bestellt. Das Ich hier hab's jetzt. bestellt. Okay, du hast es bestellt, ich habe es über Freddy bestellt. Was jetzt hier gerade dick neben mir im Schrank steht. Es ist das Album Psch, von psch, Crow. psch, psch, Darf keiner wissen, was für ein Album das ist. Crows Album. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich auch nicht. Das heißt bestimmt Crow Pan. YOLO Swag Swag. Nein, das heißt bestimmt einfach nur Panda-Bärchen. Ja, Crow Schreibung, ich weiß gar nicht. Klar.
glaube, Crow ein bisschen mehr als ein Album. Nachher weiß ich, was du meinst. Ach, jetzt hast du es erst verstanden. Oh Mann, das war gerade so zweideutig. Verstehe ich nicht. Und das Album ist bestimmt 15 Jahre alt. Ich hoffe, sie sieht dieses Video niemals. Sie wird mich für Ewigkeiten vom Server bannen. Wird sie nicht, das traut sie sich nicht mal. Sie könnte mich einfach wie Rainbow Dash 100.000 Mal slayen. Ist doch schön. Rainbow hat Vaser 100.000 Mal geslayt. Ich sehe darin kein Problem. Alle anderen schon. Falls ihr nicht wisst, worüber wir reden, könnt ihr auch nicht. Ach, gehört gar nichts an. Es kommt. Nacken. Das ist das nette Viechlein, von dem wir die ganze Zeit reden. Von dem er die ganze Zeit redet. Ich rede davon, was zur... Hat dich geheilt, glaube ich. Nein. Jetzt habe ich dich geheilt. Ich habe mein Wurfmesser natürlich nicht getroffen. Brauchst du Hilfe? Ach, schade. Warum hast du keinen zweiten Hund? Habe ich auch. Wo? Da. Der Schamage, der Stummkopf. Hat er ernsthaft mal, die ist gar nicht mehr so stark. Nein, ist er nicht. Nein, ich sterbe ja nur, ich habe ja nur alles getaggt und sie weggelockt. Danke, netter Heal. Ich habe sie getötet. Du hast mir kein Heal gegeben. Ich habe versucht dich zu healen, aber dich nicht getroffen. Zum Glück habe ich 6 FPS und die spawnen nicht. Du lootest jetzt natürlich alles weg, mach ein Portal auf bitte. Hast du? Ja, Klärchen. 6 FPS, danke. Ich weiß, du hast mir alles weggenommen, oder? Waren bestimmt blaue Waffen. Nein, da war wirklich keine blaue Waffe, es war nicht mal eine grüne dabei. Ich habe alles mitgenommen, was irgendwie Wert hatte. Du kriegst natürlich gleich die Hälfte. Hast du deinen Olivenzweig mitgenommen? Ja. Gut, weil bei mir liegt er dann noch. Mach mal bitte da unten ein Portal. Kein Bock zu laufen. Du bist ein Assi. Hast du? Nein, ich bin hier unten. Brauchen wir die überhaupt? Du hattest ein Portal, du Held. Ja, aber ich wollte eigentlich durchgehen. Ich wollte laufen. Hi. Ach, hoi. Halt Alter, das Schnauze. Lag so schlimm da bei oben. Bei mir geht's gerade. 25 habe ich jetzt gerade. Bei mir portst du dich einfach hin und her. Oh, scheiße. Einfach bitte stehen und geh mal durch ein Portal. Also durch meins. Also, porte dich jetzt einfach zu mir. Ja, warte. Ja, wie gesagt, ich hab zu. Hier so ein Wunder. Ich bin gerade im Portal. Wie gesagt, ich habe hier gerade so ein wunderschönes neues Album stehen. Und das ist echt hammergeil. Jetzt schlage ich zu. Ja, jetzt geh mal einen Schritt erst wieder nochmal. Das Album heißt SB und es ist von B. Wer jetzt weiß, welches Album ich habe, außer gewisse Menschen, die es schon wissen. Sido? Genau. Übrigens, meine Sturmwelle ist jetzt wirklich OP. Warum? Weil ich relativ oft gewonnen hätte. Oh, Höllenhunde. Ich liebe Höllenhunde. War da oben eigentlich noch was, wo wir noch hingehen konnten? Nein. Ist das hier ein Nebenportal oder? Also Nebenweg, meine ich? Ja, es ist. Ich glaube, diesen Part nenne ich das Leben und Sterben des Freddy. Oder des Chantal. Weil du schon zweimal gestorben bist, also einmal im Part und einmal außerhalb. Ja. Das eine Mal sterben zählt aber nicht, weil ich da einfach rausgetappt bin. Übrigens, Burger King ist ekelhaft. Ist auch so. Und Assi. Wir könnten jetzt hier eine Geschichte erzählen, aber ich glaube, dann könnten die uns verklagen, weil wir sie einfach beleidigen. Ja, warum übrigens können sie das verklagen? Wir können sie dafür verklagen, dass sie uns das nicht gegeben haben. Okay, also wir waren eben bei Burger King halt nach der Fahrschule und dachten uns so, ja geil, sind ja momentan die Probierwochen oder wie die Dinger heißen halt. Und wollten uns halt so ein paar Chicken Nugget Burger holen für 99 Cent und Freddy noch ein paar Chicken Nuggets an sich und dann sind wir da so und Freddy bestellt und die alte Mann so, ja, tippt das so ein und auf einmal kommt da die Preise so 1,49 und Freddy Mann so, aber ich glaube, das ist vielleicht auch nicht in allen Restaurants, ich habe was mal zusammengerechnet und wenn der Chicken Burger, wenn die Nuggets nicht so teuer sind, dann kommt das mit den 6 Euro auch besser hin als
Ohne das, weißt du? Also vielleicht. Mit welchen 6 Euro? Die ich gestern bezahlt habe. 3 Euro hast du gesagt. Nein, ich habe gesagt 6 Euro. Du hast bei mir bei Burger King gesagt 3 Euro. Nein. Doch, hundertprozentig. Mein Grab steht immer noch. Mein Grab. Ich hab gesagt, du, dass. Du lootest wieder alles weg. Ja, normal. Ich hab nichts gekriegt, doch nur Gesundheitstrank. Ja, ich hab gesagt, dass es, dass ich für meine 3 Sachen 3 Euro bezahlt habe. Ja. Und mein Vater hat sich ja noch ein Dings geholt in deinem Big King. Der ja auch ein Angebot ist. Ach so, okay. Naja, jedenfalls war das ziemlich assi. Jedenfalls dachten wir, dass halt die Sparkings bei uns momentan so da sind. Dein Gepäck ist und voll. Haben uns drauf gefreut und sind da extra hingegurkt und dann kam. Nö. Nope. Ah, einfach nö. Übrigens, mein Gepäck ist voll. Meins nicht ganz. Naja, jedenfalls bin ich deshalb ein bisschen angepisst von Burger King und weil ich sag jetzt mal nicht wegen Burger King, aber ich sag jetzt auch nicht wegen eines Burgers von Burger King, weil es nicht nachgewiesen ist, aber ich war im Krankenhaus und die Leute haben mich gefragt, was ich gegessen habe. Ich meinte so einen Burger. Die haben gefragt, ja, von Burger King. Ich meinte so, ja. Die meinten so, ach so, okay. Weißt du, die fragen mich einfach, nachdem ich ins Krankenhaus komme, ob ich einen Burger von Burger King gegessen habe. Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen gemutmaßt, aber es ist nicht unbedingt unauffällig. Ich meine, warum fragen die einfach? Oh. Und da bin ich mit echt heftigen Magenkrämpfen ins Krankenhaus gekommen, das war echt unangenehm. Bist du sicher, dass wir die Schreine nicht zusammen aktivieren können, dass wir den beiden Effekt bekommen? Weil wir haben es vorher nicht geschafft, weil wir da nicht in einer Gruppe waren. Können wir nochmal machen, aber jetzt hast du gerade eh mehr Erfahrung als ich. Also ist es nur fair. Du hast einen Erfahrungsschrein? Ja. Ach so, ist es fair, wenn ich mehr Monster töte und weniger sterbe? Okay, ciao. Okay. Es ist fair, wenn ich mehr Erfahrung habe, weil ich weniger sterbe und mehr Monster töte. Okay. Und du einen besseren PC hast, wegen dem es nicht so lag bei dir sollte zumindest und trotzdem tut. Ja, 26 FPS, 25 FPS. Was ist bei dir los? Ich habe selbst 24. Ja, scheiß Sumpfgebiete, die machen hier richtig Probleme, wenn ich aufnehme. Hast du ja auch schon so oft ausprobiert, ne? Was? Sumpfgebiete Probleme machen. Ja, Sumpfgebiete und das Feuer eben gerade auch, also. Waldgebiete mit so Effekten. Ja, wahrscheinlich der Nebeleffekt, ne? Ja, Nebel oder. Alter, wieso machen die so viel Schaden? Die machen mir fast gar keinen Schaden. Also hier habe ich jetzt gerade wirklich kein Problem. Okay, ich habe 2 Magier an der Backe. Fast gestorben. Ich habe hier 4 Schildkröten oder 5. Okay, Schildkröten sind mies. Und ich treffe den Gegner übrigens dank deinem Server nicht, danke. Könnt ihr euch gerne. Okay, der eine heilt den anderen. Alter, ja, warum sind meine Fähigkeiten? Das hier ist mega assi, ey. Hier sind 2 Magier, einer heilt sich selbst und seinen Kumpel und kann Feuerzauber machen. Ach, schon wieder gestorben, deshalb. Noch ein Schildkrötenpanzer. So schnell mal alle getötet. Schildkrötenpanzer hab ich, ne? Glaub nicht, ich hab die auf jeden Können Fall. Können wir gucken, Mann. Dann. Übrigens, weißt du, was schon wieder nicht aktiviert ist? Was? Rechenherz und Hundis. Du hast keine Chance. Gehen wir echt hier 2 komplett unterschiedliche Wege? Ich habe eine Waffe für dich, die aber relativ schlecht ist. Wie schlecht? 23 Schaden, 10% Durchschlag, Geschwindigkeit schnell, 3 bis 6 Kälteschaden, 25% Angriffsagilität. Ist voll gut, bis ja. 23 sind gute Schwerter. Komm her. Von du her? Nein, hier liegt noch was ich mitnehmen will. Ich kämpfe gegen Schildkröten, ich komme nicht so schnell weg. Ich verlangsame mich immer. Okay, ich kann's mitnehmen. Und wir haben ja noch eine Waffe für dich im Übergabereich. Hast du sie reingepackt? Glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Du kannst dich aber auch anstellen. Bleib mal stehen! Da. Entschuldigung. Angewohnheit. Oh, ich bin saumäßig müde. Ich krieg gleich bestimmt richtig, richtig Stress. Oh oh. Oh oh. Was? Hier ist eine magische Bestie. Also ein Bossmonster sozusagen. Der alte Schnapper, der ist hier immer, oder? Ich weiß es nicht genau. Du Wichser, du bist beiseite gegangen.
Jedenfalls lässt er immer einen Schildkrötenpanzer so fallen. Ich wollte den auch haben. Jetzt hab ich den. Du bist ein Arschloch. Ich weiß. War da oben eigentlich noch was? Was hab ich nicht erkundet? Können wo du lang gegangen bist. Nee, da hab ich alles gelootet nur. Und du mal den Trank mit. Ich hab nicht mehr Platz dafür, ich hab nur 15 Tränke. Erstmal einen Energietrank nehmen. Wo bist du mit der Erfahrung? Fertig gleich. Okay, ich nehme dich. Wo bist du? Hinterm Waffenwechsel. Also sozusagen kurz vorm Helm. Okay. Schlammfürst und Triumphgeburt. Durch den level ich jetzt. Ja, hab's gesehen. Packe ich einen auf Stärke und einen auf Gesundheit. Und dann skill ich meine Gaunerei höher. 25, Alter. Auf 4 Punkte. Ich meine, 4 Geschicklichkeit, nee, ich brauch das Leben, ey. 10 Stärke, 47 Energie. Dann noch einen auf meine geschärften Klingen. Alter, brauchst du einen 36er Helm? Ja. Hat aber 126 Stärke erforderlich. Ich hab 130. Ja, komm her. Ich bin neben dir. Ich bin echt ein netter Mensch. Ich hab den derbst schlechten Helm, Alter. Die derbst schlechteste Rüstung. Deshalb sterbe ich auch so oft. Die erfordern alle Stärke. Ich habe auch noch eine Rüstung für dich, 36er. Mit was? Weiß ich nicht, habe ich nicht gelesen. Ich habe mit plus 6 Stärke eine jetzt. Okay. Und eine 32er Beinschiene habe ich auch noch. Ich hätte noch einen 27er Helm, der braucht nur 60 Stärke, 90 Stärke und hat plus 11 Stärke. Ja, gerne. Das nehme ich. Ich habe es zwar nicht angeboten, aber nimm ruhig. Du hast keinen Platz. Ich habe nur gesagt, dass ich ihn hab. Na, sieh. Wartest du kurz auf mich? Nee. Wo auf dich gewartet? Ich will 6 Platz machen hier irgendwo? Scheiße. Das hat jetzt genau nichts gebracht. Ich glaube, ich pop mal kurz zurück und verkaufe. Ja, mach das, ich komm mit. Hat genauso viel Platz gemacht, dass ich nochmal schnell wohin kann. Bevor du durch dein Portal wieder rausgehst, geh mal bitte, lass mich mal bitte durchgehen dann. Wir noch übrigens eine Minute. Scheiße. Bisschen mehr. Okay, schnell mal Folgentitel ausdenken. Das größte böse Spinnengetier. Fertig. Natürlich. Willkommen, ein edler Krieger wie du. Ich bin sicher, dass ich genau das habe, wonach du suchst. Muss ich mal aufschreiben. Der ist schlecht. Nee, der Intelligenz hier will ich nicht. Der ist schlecht. So, Schwert brauche ich auch nicht mehr. Die Rüstung halt. Verkaufen sofort. Äxte nimmst du nicht, ne? Nee. Gut, verkauft. Armband brauchen wir nicht. Heiltrank. Ich hab den ersten Schildkrötenpanzer jetzt fertig. Heiltrank. Hast du noch Bogensehne? Weiß ich nicht, muss ich gucken, warte. Ich glaub nämlich schon. Schlechten Schild, meinen schlechten Helm, schlechten Bogen, schlechten Bogen, schlechten Bogen, schlechte Rüstung. Die 36er Rüstung, ich weiß nicht, soll ich jetzt. Ich könnte noch einmal auf Stärke skillen oder mir irgendwas mit Stärke dazu nehmen halt. Boah, ich kann die. Geil. Die brauch ich eigentlich auch nicht. Hast du 120 Stärke? Nein, 114. Okay, nehme ich doch die hier. Ich könnte mir jetzt schnell 120 Stärke machen. Ja, aber ich habe einen 33er Beinschutz. Jetzt habe ich 121. Dafür habe ich nur meine Perlen aufgegeben. Also in dem Montage Energieregeneration. Ich weiß. Was kann ich hier verkaufen? Den kann ich verkaufen. Den kann ich verkaufen. Den kann ich verkaufen.
Den kann ich Part ist verkaufen, vorbei. ich hör's. Ja Leute, dann hoffe ich, der Part hat euch gefallen. Okay, jetzt kann ich meine Rüstung übrigens nicht mehr benutzen. Weil meine Rüstung 7 Stärke plus macht. Scheiße. Wäre ganz nice, wenn er euch gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir, warum nicht. Jo. Freddy, möchtest du noch was sagen? Ja, nee. Ja, nee. Ja, dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Ciao.